Ja, schön, dass Sie da sind. Wir wollen heute über Mobbing reden. Sie haben 20 Jahre lang in einer Bank gearbeitet. Richtig. Und was ist dann passiert? Da ist das Übliche passiert. Da hat eine Umstrukturierung stattgefunden. Ich habe einen neuen Teamleiter bekommen. Mit dem neuen Teamleiter sind die bislang getätigten Arbeiten völlig umgekrempelt worden und daraufhin sind die Schikanen losgegangen. Ich nenne mal Beispiele. Es waren, dass man die genehmigten Seminare sind storniert worden. Es sind Schriftstücke aus den Akten verschwunden. Und es sind aus meinem Computer die Dateien verschwunden. Man hat Briefe mit meiner Unterschrift gefälscht, mit einem falschen Inhalt, dem Direktor zuspielen lassen. Man hat mir verboten, mit anderen Kollegen über meine sogenannten Missstände zu reden. Und man hat mir angeboten, mich in eine Kammer zu versetzen, damit ich andere Leute nicht mehr störe. Und, okay. Und diese Handlung oder beziehungsweise Unterhaltung hatten keinen Zeugen. Okay, das heißt wirklich Mobbing. Und was ist dann passiert mit dir? Was ist in dir passiert? Was hast also du durchgemacht? Also nach 4 Jahren habe ich extreme Schlafstörungen bekommen. Ich habe Migräneanfälle bekommen, Herzrasen bis hin zu Herzrhythmusstörungen. Ich habe Panikattacken bekommen. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich musste auf Anweisung, weil ich nicht mehr konnte, hat mich die Personalabteilung zu einer Betriebspsychologin geschickt. Mhm. Die Betriebspsychologin hat nach circa 2,5 Stunden mir leider mitteilen müssen, ich wäre ein Mobbingopfer und ich würde in spätestens 6 Monaten zusammenbrechen. Okay. Und diese Diagnose, sage ich mal, das wollte ich nicht wahrhaben. Darf ich schon nachfragen? Heißt das auch, dass du davor immer gedacht hast, dass du schuld bist an der Situation? Ja, natürlich. Und zwar diese klassischen Symptome haben Mobbingopfer. Sie suchen die Schuld nur. Ich könnte ein bisschen konzentrierter arbeiten, freundlicher sein. Ich müsste mich ein bisschen zurücknehmen. Und das heißt, eben diese Situation hat für Mobbingopfer keine Überschrift. Das heißt, man kann sich überhaupt nicht denken, dass man nach knapp 20 Jahren keine Persönlichkeit mehr ist. Okay. Ja. Gut, und nach der Diagnose, wie ging es dann weiter? Dann habe ich weitergemacht, 2 Monate. Ich bin zusammengebrochen, Krankschreibung und da ich zu Hause Weinkrämpfchen bekam und ich also nur noch apathisch rumsaß und die Familie, Freunde, Bekannte hatten keinen Zugang mehr zu mir, kam eben der Hinweis, jetzt brauchst du professionelle Hilfe. Die habe ich auch in Anspruch genommen. Mhm. Und nach meiner Therapie bin ich in eine Reha-Klinik gegangen und diese Reha-Klinik hat sich auf Mobbingopfer spezialisiert. Und nach 1,5 Monaten Reha-Aufenthalt ist mir nahegelegt worden, in die Rente zu gehen. Ich bin jetzt Rentnerin. Und Erwerbsminderungsrente. Richtig. Okay. Ja. Schlimmes Erlebnis. Stimmt. Hast du dich gewehrt? Ich habe mich gewehrt und zwar, ich wollte nach einem halben Jahr Krankschreibung zurück. Dann habe also die Bank von meinen Rückkehrabsichten informiert und habe in diesem Zeitraum zwischen Information, Rückkehr und diesem Gespräch habe ich psychosomatisch reagiert. Ich habe am gesamten Körper eine Schuppenflechte bekommen. Okay. Ein Hausarzt sprachlos, Rückkehr, das können Sie nicht machen. Therapeut sagte zu mir, Frau Kuzeli, die möchten Sie nicht haben. Bleiben Sie zu Hause. Das Rückkehrgespräch kam zustande. Im Rückkehrgespräch ist mir die neue Teamleiterin vorgestellt worden, Abteilungsleiterin mit dem Hinweis, Frau Kuzeli, wir möchten Sie eigentlich nicht mehr haben, aber wir könnten uns schon vorstellen, Sie in die Teilzeit zu stecken. Ich müsste einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben und zwar mit wöchentlich, also Arbeitsstunden von maximal 3, 4 Stunden. Okay. Das habe ich abgelehnt.
Also bin ich zu einem Rechtsanwalt gegangen. Der Rechtsanwalt hat die Klageschrift eingereicht. Der Richter konnte sich mit dem Thema Mobbing schon etwas näher, sage ich mal, anfreuen. Und die beisitzenden Richter, die sagten, ich wäre empfindsam gewesen, es läge an mir. Okay. Jetzt kam die Berufungsinstanz zustande. In der Berufungsinstanz sagte der Richter, Mobbing, ich kann das überhaupt nicht so denken bei mir. Und die 50-jährige Person, Frau Kuzeli, hätte ihre Hirnleistung überschritten. Das hat der Richter gesagt. Das hat der Richter mit ca. 62 Jahren erzählt. Und da steht auch im Urteil drin. Kann man nachlesen. Okay. Sie haben nicht recht bekommen. Ich habe nicht und Sie recht haben bekommen. Auch keine Entschädigung bekommen. Ich habe keine Entschädigung bekommen und die Revision ist nicht zugelassen worden. Nicht zugelassen worden. Ja. Okay, so wird es einigen anderen Beschäftigten auch gehen. Von daher zum Abschluss meine Frage, was würden Sie sich wünschen von der Politik im Rahmen Mobbing? Ja, und zwar ganz konkret, und zwar das Europäische Parlament hat im Jahre 2002 schon ein Mobbinggesetz geschrieben. Das kann man auch umsetzen und in 9 europäischen Ländern existiert bereits eins. Das würden Sie sich wünschen? Auf jeden Fall. Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Bitte.